Yo, Freunde des Fußballs, willkommen zurück beim Sorare Bear. Hier dreht sich alles um Sorare. Im letzten Monat sind einige neue Karten in meine Galerie gewandert. Viele davon waren zum Spielen oder sind zum Spielen und sind immer mal wieder in meiner Rotation mit drin. Andere habe ich mir aber auch gekauft, um in die Karten zu investieren und sie dann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Und genau um die Karten soll es heute gehen. Ich werde euch also sagen, was ich mir dabei gedacht habe, wieso ich sie mir gekauft habe und ob sie überhaupt noch in meinem Verein sind. Wenn euch das interessiert, dann bleibt also unbedingt dran. Und wenn du ganz neu in Sorare bist, dann check mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab, da gibt es eine gratis Limited-Karte, wenn du 5 Karten über die Auktion ersteigerst. Also vorneweg, die meisten Spieler, in die ich investiert habe, da habe ich einfach so auf Verdacht gekauft, dass die Spieler sich durchsetzen zur neuen Saison und somit dann der Preis steigt. Entweder wegen dem Vereinswechsel oder Trainerwechsel oder einfach aufgrund von Verletzungen. Und den ersten Spieler, den ich mir gekauft habe, war dann Noah Mbamba Muanda, der spielt bei Brügge, ist 16 bzw. 17 Jahre alt. Ich habe gedacht, er kann sich vielleicht so ein bisschen durchsetzen. Nsoki wurde ja verkauft und ein paar andere Spieler sind verletzt, wie zum Beispiel Ritz, der ist der Sechser von Brügge, was nämlich bei Mbamba Muanda ganz gut ist, dass er flexibel einsetzbar ist, also in der Außenverteidigerposition, Innenverteidiger und Sechser. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole ihn mir, habe ihn mir für 105 Euro gekauft, sind also 0,06 Ethereum gewesen zu dem Zeitpunkt und die Investition ist leider gar nicht aufgegangen, einfach aus dem Grund, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken bei den Scores. Er hat zweimal gespielt, das war auch zweimal von Anfang an, wurde dann aber in der Halbzeit ausgewechselt, beziehungsweise einmal, aber im Supercup war es noch genau. Hier wurde er dann nur noch eingewechselt und seitdem sitzt er nur noch auf der Bank, was ein bisschen schade ist. Der ist jetzt halt nur noch ein Bruchteil davon wert. Ich glaube, ich habe vor der Aufnahme geguckt, hat er knapp 60 Euro gekostet. Ja, ist nicht die beste Investition gewesen. Andererseits ist er auch noch super jung. Den kann man auch lange halten. Das tut mir jetzt auch nicht weh, dass er quasi tot in meiner Galerie liegt. Ich hoffe einfach, dass er sich vielleicht zur Rückrunde oder nächstes Jahr vielleicht eher in den Fokus spielt, wenn er ein bisschen älter ist. Und dann habe ich ja vielleicht immer noch die Chance, ihn mit Gewinn zu verkaufen. Was für mich jetzt auch noch ganz cool ist, ich habe die Champions-Karte bekommen. Die war zu dem Zeitpunkt, wo ich die Karte gekauft habe, auch nicht deutlich teurer. Die hat 2 Euro mehr gekostet. Und ich glaube, die kriegt man einfach immer noch mal so ein bisschen besser verkauft. Ist eine Rookie-Karte und Champions-Karte. Ist auch immer noch meiner Meinung nach ein super interessanter Spieler. Aber momentan habe ich eben dickes Minus mit dem Spieler gemacht. Und ich glaube, auf kurzfristige Anlage gesehen, wird er dir auch keinen Gewinn bringen, wenn du selbst überlegst, dir den zu kaufen. Einfach aus dem Grund, dass er jetzt halt nicht mehr gesetzt ist und wahrscheinlich auch nur noch sehr wenig Spielzeit bekommen wird. Und der zweite Spieler ist dann Matthäus Tafener. Den habe ich mir, weil ich ursprünglich ein U23-Team stellen wollte, habe ich mir den geholt. Habe gedacht, da geht vielleicht was. Habe ihn für 16,46 Euro geholt. Momentan kostet er ein bisschen mehr, aber es sind nur 2 Euro. Er hinkt so ein bisschen hinter den Vorstellungen oder Erwartungen, die ich an ihn gehabt habe, zurück. Aber es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass der Wolfsberger AC sehr schlecht in die Saison gestartet ist. Europäisch hat er eine Vorlage gegeben, direkt 75 Punkte gemacht. Ich hoffe, die übernehmen das auch mal jetzt in die österreichische Liga. Sie hatten jetzt auch nicht ganz so leichte Gegner bisher, das muss man auch sagen, mit Salzburg und LASK ist auch recht gut gestartet. Aber nichtsdestotrotz ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und es ist auch eine Karte, die echt relativ günstig noch ist. Und ich glaube, wenn er performt, dann geht hier auch mehr als eben die 16 Euro. Deswegen habe ich mir den geholt. Ist jetzt keine Kaufempfehlung unbedingt in dem Sinne, aber ich finde trotzdem, dass es ein relativ interessanter Spieler ist und ich wollte es einfach noch mit aufnehmen, was ich mit dem Spieler gemacht habe. So, die nächsten drei Spieler, die ich mir auf Verdacht geholt habe, sind Kevin Schade, Christian Ramirez und Thilo Kehrer. Bei Kevin Schade gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin absoluter Freiburg-Fan. Vor der Saison kam dann auch noch raus, dass die ein 20-Millionen-Angebot aus der Premier League abgelehnt haben, was sich für mich einfach so angehört hat, als ob Kevin Schade eine sehr große Rolle diese Saison spielen wird. Er hat sich letzte Saison schon mehr oder weniger in die Startelf gespielt gegen Ende, bis er sich verletzt hat. Für mich ist es ein super interessanter Spieler. Nicht nur, weil ich Freiburg-Fan bin, sondern einfach an sich ist es ein klasse Spieler von den Anlagen her. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwie einen billigen U23-Spieler sucht mit Potenzial, dann beschäftigt euch mal mit Kevin Schade. Er ist jetzt auch wieder im Aufbautraining, das heißt, so lange kann es gar nicht mehr gehen, bis er auch endlich wieder spielt. Der war jetzt lang genug raus mit seiner, ich glaube, Bauchmuskelverletzung, war es relativ komplex. Aber ich hoffe, er ist jetzt bald wieder zurück. Christian Ramirez habe ich mir eigentlich zuerst nur geholt, um in Underdog Limited zu spielen. Habe ihn dann aber live gesehen, habe gesehen, wie gut er gespielt hat und habe mich so ein bisschen mit ihm beschäftigt. In der letzten Winterpause war er ja weg wegen dem Krieg, aber davor hat er richtig gut performt und seitdem, wenn wir uns das hier auch mal angucken, wenn Sorare mal laden würde, ja genau jetzt, 78, 74 und 50 Punkte, hier wurde er eingewechselt. Ist auch so ein kleiner Hidden Gem, würde ich einfach mal sagen, so ein Spieler, der unter dem Radar fliegt. Kostet auch nicht ganz so viel momentan. Ist auch super interessant für Leute, die nicht ganz so viel Budget haben. Ich
werde ihn, glaube ich, demnächst verkaufen, weil sein Preis natürlich doch schon jetzt ein bisschen nach oben gegangen ist durch seine guten Scores. Ich habe ihn für 28 Euro bekommen. Ist momentan ein bisschen mehr wert. Wie gesagt, ist auch ein super interessanter Spieler. Und der letzte, den ich jetzt gerade in dem Moment noch vorstellen will, ist Thilo Kehrer. Thilo Kehrer spielt ja bei Paris, ist sogar in der Nationalmannschaft auch immer mal wieder mit am Start, darf sogar öfter mal von Anfang an ran. Und deswegen habe ich ihn mir einfach auf Verdacht geholt, weil auch hier habe ich im Transfermarkt so ein bisschen gestöbert und da kamen ja immer mehr Gerüchte rum, dass Thilo Kehrer jetzt auch wechseln wird. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich mir geholt habe, war eigentlich der Wechsel zum FC Sevilla relativ sicher und ich habe mir gedacht, wenn er dahin wechselt, dann wird sein Preis auch ganz schön steigen. Leider ist der Wechsel dann doch nicht vollzogen worden, warum auch immer. Aber ich hoffe einfach, dass er noch wechselt, weil momentan ist er eine ziemlich tote Karte. Er ist ja außen vor bei Paris. Paris hat selbst gesagt, er soll sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Momentan noch nicht geschehen, aber wie gesagt, ich hoffe, es passiert noch bis Ende August. Ansonsten war das natürlich eine absolute Fehlinvestition. Und dann habe ich noch zwei Spieler. Einen der Spieler habe ich sogar dreimal gekauft, weil ich wirklich davon überzeugt war, dass er komplett durchstarten wird. Was glaube ich auch immer noch so ist, aber zu dem Zeitpunkt, als ich ihn mir gekauft habe, stand eigentlich fix fest, dass er zum FC Brügge wechselt und De Ketelaere da dort beerbt. Und ich war mir ziemlich sicher, dass er dann so ein Spieler wird, der so ein Kandidat wird mit 60er, 70er Average, weil er ein guter Spieler ist und eben die belgische Liga deutlich schlechter vom Niveau her ist wie die Bundesliga, sage ich einfach mal. Am Ende wurde dann nichts mit dem FC Brügge-Wechsel. Er ist jetzt bei Royal Antwerpen, wurde auch das erste Mal eingewechselt, hat auch wirklich solide gespielt für eine Halbzeit. Also da kann man echt nicht meckern. Ich denke, er wird trotzdem ganz gut scoren, aber zwischen Royal Antwerpen und FC Brügge ist halt trotzdem nochmal so ein kleiner Sprung, sage ich einfach mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er trotzdem Stamm spielt. Ich meine, ich habe ihn mir dreimal geholt. Ich bin schon überzeugt von Ekelen Kamp. Ich finde, der hat auch bei Hertha nicht schlecht gespielt. Zumindest teilweise. Er ist halt nicht so richtig konstant, aber ist halt auch noch ein junger Spieler. Ich hoffe, in Belgien startet er dann eben durch und ich kann ihn zweimal verkaufen, einmal behalten. So war eigentlich mein Plan. Ich muss jetzt einfach mal schauen, wie seine Scores sich entwickeln. Aber ist auch ein super interessanter Spieler. Kostet momentan auch weniger, als ich ihn gekauft habe. Ich habe ihn für 47 dreimal gekauft. Ist momentan, glaube ich, bei knapp unter 40 Euro. Und der letzte Spieler, in den ich investiert habe, ist Noah Atubolu, so rum, vom SC Freiburg. Das ist ein Spieler, wo ich euch auch sagen kann, auf kurzfristigen Zeitraum bringt er euch wahrscheinlich nichts. Ich habe ihn mir geholt, weil er eben der Drittliga-Torhüter vom SC Freiburg ist. Er ist mittlerweile der Nationaltorhüter in der U21 von Deutschland. Also es wird ein super Torhüter, bin ich mir sicher. Aber es wird halt noch ein paar Jahre dauern. Es wird schwer, sich an Flecken durchzusetzen. Und ansonsten muss man mal schauen, ob er sich ausleihen lassen will. Aber in der ersten Liga ist halt schon sehr schwer, sich durchzusetzen. Und ob er den Weg überhaupt geht, muss man mal abwarten. Ich habe ihn mir einfach geholt. Wie gesagt, ich bin Freiburg-Fan und ich bin davon überzeugt, dass er dann in 2-3 Jahren vielleicht mal durchstartet. Ob es bei Freiburg ist oder bei einem anderen Verein, muss man, wie gesagt, einfach abwarten. Aber ich wollte ihn auch nochmal mit reinnehmen, weil es einfach ein super interessanter Torhüter für mich ist. Ist relativ teuer für das, dass er wahrscheinlich erstmal tot in der Galerie liegt. Ich habe 70 Euro für ihn bezahlt, aber nichtsdestotrotz ist es ein super Torhüter. Und das waren die Spieler, die ich mir jetzt letzten Monat neu in die Galerie gekauft habe, um eben so ein bisschen nach Transfergewinnen zu greifen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch vielleicht ein bisschen Einblick gegeben, wie man so ein bisschen nach Spielern schauen kann für kurzfristige Transfergewinne, was natürlich immer super ist, wenn die Spieler auch wirklich den Verein wechseln, dann steigt öfter mal der Wert. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls das der Fall ist und außerdem auch ein Abo, das würde den Kanal mega supporten. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal. Ciao, ciao.